Das Team fängt an, Proben zu bergen, um sie für Tests ins Labor zu bringen. Sie lassen ein einfaches Greifsystem ins Wasser. Um das Alter abschätzen zu können, müssen wir wissen, wie lang diese Äste schon hier sind oder ob ein Fluss sie hierher geschwemmt hat. Diese Äste sehen aus wie gewöhnliches Totholz. Doch die Wissenschaftler hoffen, dass sie damit das Rätsel von Tunguska lösen können. Ein weiteres Indiz könnte ihren Fall stichfest machen. Als nächstes sucht Carlo nach dem Asteroidensplitter, durch den der See entstanden ist, dessen Existenz Theoretiker aber anzweifeln. Er hat ein Magnetometer an Bord, mit dem sonst nach Schiffswracks gesucht wird. Das Gerät erkennt schon kleinste Schwankungen im Magnetfeld. Das meiste Gestein enthält winzige Metallstücke, genug, um eine leichte magnetische Störung hervorzurufen. Falls wirklich ein Asteroidensplitter unter dem Tschechosee liegt, hoffen sie, ihn zu finden. Wir suchen ganz weit unten, nach etwas mit größtmöglicher Empfindlichkeit. Ein Gummiboot mit wenig Metall soll Störungen vermeiden. Sie fahren quer über den 300 x 600 Meter großen See und füttern den Computer mit GPS- und Magnetometerdaten. Zurück im Camp liefern die Daten ein überraschendes Ergebnis. Eine Erhebung. Für die Wissenschaftler ist diese Abweichung enorm aufschlussreich. Eigentlich sollte der Boden eben sein. Aber dann sahen wir eine kleine U-förmige Erhebung. Möglicherweise ein vergrabener Meteorit. Obwohl der endgültige Beweis für ihre Theorie in greifbarer Nähe scheint, bleibt er doch unerreichbar. Die Italiener fliegen zurück nach Bologna, wo sie die Daten analysieren müssen. Dann kommen sie wieder, um vielleicht den geheimnisvollen Asteroidensplitter aus dem See zu bergen. Auch die Amerikaner fliegen nach Hause. Phipps Morgan hofft, die Steine können seine Wernschott-Theorie beweisen. Optimistisch verlassen sie Tunguska, doch es wird Wochen dauern, bis sie das endgültige Ergebnis kennen. Zurück in seinem Labor in den USA untersucht Phipps Morgan seine Proben auf Schockquarz. Sie könnten belegen, dass die Explosion nur die jüngste einer Reihe wiederkehrender Wernschotts war. Vulkangas-Eruptionen, die kaum Spuren hinterlassen. Gewöhnlicher Quarz wie dieser bleibt unversehrt. Doch bei einer gewaltigen Explosion ordnet sich die Kristallstruktur neu. Phipps Morgan entdeckt sofort, nach was er gesucht hat. Parallele Linien, die klar auf Schockquarz deuten. This is pretty spectacular. Für Phipps Morgan ist das der Beweis, dass Tunguska durch eine neue Form von Vulkanausbruch mit ungeahnten Kräften entstanden sein muss. Man dachte immer, Vulkanausbrüche erzeugen kein Schockquarz. Aber ich denke, Tunguska liefert einen eindeutigen Beweis. Für mich ist die Sache klar. Phipps
Phipps Morgan glaubt, den ersten wirklichen Beweis für einen Wernschuss gefunden zu haben. Vor 250 Millionen Jahren stauten sich unterhalb von Tunguska explosive Gase. Der Druck spaltete die Erde in zwei, sodass das gesamte Gas in einer Explosion entwich und Gestein und Geröll mit sich riss. Die Energie der stärksten Erdbeben der Welt konzentrierte sich hier auf einem einzelnen Streifen. Genug, dass sich der Kohlenstoffgehalt der Atmosphäre verdoppelte und das mysteriöse Massensterben an der Perm-Trias-Grenze erklärt, als über 90% allen Lebens auf der Erde ausgelöscht wurde. Beim Tunguska-Ereignis von 1908 kam es erneut zum Wärmeschuss. Nur war die Explosion durch die zuvor geformten Spalten weniger stark. Doch könnte auch die Theorie des Asteroiden stimmen? Könnte 1908 ein Asteroid an exakt der gleichen Stelle in Tunguska eingeschlagen sein, wo sich zuvor ein Wärmeschott ereignet hatte? Die Wahrscheinlichkeit ist astronomisch gering. Es sei denn, Gott hat Dart gespielt und immer wieder auf den gleichen Punkt auf der Erdoberfläche gezielt. Es gibt keine rationale Erklärung dafür, wieso es ausgerechnet über einer alten Wernschottröhre zu einer Luftexplosion kommen sollte. Diesen Beweis müssen Wissenschaftler erstmal verdauen. Phipps Morgans Theorie ist verblüffend und könnte den Fall endgültig abschließen. Doch bei Tunguska tun sich scheinbar immer wieder neue Seiten auf. An der Universität von Bologna versucht das Team der Italiener zu beweisen, dass die Explosion durch einen kosmischen Körper verursacht wurde. Die alles entscheidende Frage lautet: Ist der Cecco-See ein noch jüngerer Einschlagkrater? Die Baumproben aus dem See sind allerdings zu klein, um sie genau zu datieren. Dafür hatte ein älteres Expeditionsteam Sedimentkerne vom Seegrund entnommen. Meereswissenschaftler Luca Gasperini bereitet sie vor, um sie abzufotografieren und zu analysieren. Das ist ein Röntgenbild von einem Kern aus dem Cecco-See. Wir sehen darauf sehr wichtige Details. Vor allem, dass diese Ebene mit der von 1908 übereinstimmt und dass sich die Sedimentschicht ober- und unterhalb dieser Ebene unterscheidet. Die etwa 1 Meter dicke obere Schicht enthält feine Ablagerungen, die für einen See sprechen, der von einem Fluss gespeist wird. Direkt darunter befinden sich sogenannte chaotische Ablagerungen. Statt sauber definierte Schichten zu bilden, liegen sie verstreut, als wären sie in einer gewaltigen Explosion dorthin geschleudert worden. Für die Italiener häufen sich die Indizien, die ungewöhnliche Kegelform des Sees, die Jahresringe der Bäume, ein Wald auf dem Seegrund, Sedimentproben und dass möglicherweise ein kosmischer Körper unter dem See liegt. Sie sind überzeugt, dass 1908 ein gewaltiger Asteroid in der Luft verdampfte und ein kleiner, übrig gebliebener Splitter auf die Erde zuraste. Der Aufprall erzeugte einen Krater, den Cecco-See. Und ein kleines Steinfragment könnte noch unter dem Seegrund verborgen liegen. Die Italiener wollen noch einmal nach Tunguska reisen und nach dem endgültigen Beweis suchen. Die Leute werden erst glauben, dass der See ein Einschlagkrater ist, wenn wir die Überreste des Asteroiden gefunden haben. Und genau das haben wir vor.
Seit über 100 Jahren rätseln Wissenschaftler, was die Explosion in Sibirien von der Stärke einer Atombombe verursacht haben könnte. Es gibt weiterhin alternative Theorien. Doch mit neuen Beweisen könnte das Rätsel von Tunguska nun endlich gelöst werden. Noch ist das Ganze ein spannendes Geheimnis. Das Aufregende ist ja, dass das Rätsel immer noch ungelöst ist. Wissenschaft ist eben nicht immer einfach. Nicht alle Beweise liegen klar auf der Hand. Ich hoffe, wir klären die Sache vor der nächsten, möglicherweise katastrophalen Tunguska-Explosion auf.